Hi, das hier ist ein Cordon Bleu Spießbraten. Absolut fantastisch und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meinen Cordon Bleu Spießbraten brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 3,1 Kilo Schweinenacken. Dann haben wir hier Emmentaler Käse, Gruyère Käse. Wir brauchen die Bacon Goodness Rub und gekochten Schinken. Dann brauchen wir das Metzgergarn. Und da es ja nun mal ein Spießbraten ist, brauchen wir natürlich auch einen Spieß. Da habe ich hier den von Moesta. Mein Thermometer hängt schon hinten dran. Das erkläre ich euch aber dann gleich. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Zuerst mit der Schnibbelarbeit. Lasst uns starten. So beginnen wir damit, dass wir den Emmentaler in Scheiben schneiden und die müssen nicht super dünn sein. Die dürfen so 0,8 cm dick sein, denn dann braucht es ein bisschen länger, um es zu schmelzen und umso langsamer läuft es uns aus dem Spießbraten später raus. Deswegen also lieber etwas dickere Scheiben machen. Und wenn der Emmentaler dann geschnitten ist, kümmern wir uns noch um den Gruyère-Käse und auch hier schneiden wir dann so etwas dickere Scheibchen runter. So, Schnibbelarbeit ist erledigt. Käse lege ich kurz beiseite und wir machen mit dem Fleisch weiter. So, hier habe ich jetzt also ein kapitales Stück Schweinenacken und wie bei einem Spießbraten oder Rollbraten üblich, müssen wir den jetzt aufschneiden. Das heißt, ich habe hier wieder mein scharfes Ausbeinmesser und wir fangen erstmal damit an, dass wir hier entlang fühlen, ob hier irgendwo noch Knochenreste oder dergleichen sind, also so Knochensplitter vom Auslösen vom Metzger, aber das fühlt sich soweit gut an. Empfehle ich euch immer, lieber einmal zu viel kontrollieren als einmal zu wenig. Und dann setzen wir hier unten an mit dem Messer und schneiden uns den Nacken auf. So, dann können wir den so aufklappen. Und jetzt haben wir hier wieder die dicke Seite und dann setzen wir mit dem Messer hier an und schneiden hier runter. Dass wir ihn hier dann auch nochmal aufklappen können. So, damit ist der Schweinenacken nun fertig aufgeschnitten. Aufrollen werde ich ihn von hier nach dort. Jetzt fangen wir erstmal damit an, dass das Fleisch gewürzt wird und da benutze ich meine Bacon Goodness Rub. Dann benötigen wir gekochten Schinken und den legen wir jetzt hier innen rein. Hier oben wieder, ihr habt es gesehen, die Rub hört auch hier oben auf, da lassen wir wieder frei, damit, wenn wir das dann gleich aufrollen, die Füllung sich gegebenenfalls da noch hin verteilen kann. Wenn wir das bis oben hin machen, würde sie sich rausdrücken. So, 4 Scheiben gekochten Schinken. Dann kommt jetzt der Käse ins Spiel. Da legen wir als allererstes mal eine Schicht von dem Gruyère. Ihr seht, die passen hier wunderbar nebeneinander. Es empfiehlt sich, das auch nicht bis zum Rand zu machen, also dass wir hier nachher möglichst stramm das Ganze auch zusammenbinden können. Denn wenn der Käse schmilzt, wird er sich den Weg nach draußen suchen. Und das möchten wir nach Umständen nicht, sondern wir wollen ja die Füllung in unserem Braten haben. So, wenn wir das dann so haben, jetzt habe ich hier also nur noch den Emmentaler großen Stücks über. Jetzt kommt da nochmal Schinken drauf. So, dann haben wir hier noch den Emmentaler Käse. Auch den legen wir hier rein. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ganze
auch anständig und vor allem straff aufgewickelt bekommen. Das heißt, wir fangen hier hinten in der Ecke an, schnappen uns das und ziehen uns den Braten so rüber. Wirklich richtig feste ziehen. Ihr seht, das drückt sich jetzt hier schon nach vorne. Das ist vollkommen okay, deswegen haben wir uns da ja auch so ein bisschen Luft gelassen. Schauen, dass das Ganze wirklich möglichst stramm ist. Und jetzt kommt unser Metzgergarn hier ins Spiel. Da machen wir uns eine Schlaufe und setzen die hier vorne an. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Anfang von dem Spießbraten wirklich gut verschlossen bekommen. Also da wirklich jetzt richtig, richtig ziehen, dass sich das richtig schön verschließt. Und dann nehmen wir uns eine Schlaufe, drehen hier zweimal rum und dann können wir die auf den Braten draufziehen. Und das Ganze ordentlich festzurren. So, der Braten ist jetzt von der Richtung her fertig geknüpft. Jetzt will ich aber noch, dass hier die Enden dementsprechend ordentlich verschlossen sind. Und dafür nehme ich mir jetzt das Garn, habe mir da noch ordentlich was von abgeschnitten und fädel das jetzt hier so durch. Damit wir eben das Ende ordentlich verschließen können. So, wenn unser Spießbraten dann fertig geknüpft ist, würzen wir jetzt die Außenseite auch noch mal ein bisschen mit Bacon Goodness, nicht zu viel. Letztens hatte ich einen Braten von außen nicht gewürzt gehabt, was für meine Begriffe vollkommen okay war. Ihr habt gesagt, na, da muss draußen noch Gewürzmischung drauf. Das probieren wir jetzt heute aus. Wie gesagt, wir nehmen nicht zu viel, weil wir ja gleich im Grill doch ordentlich Temperatur haben werden. Aber das sieht doch so schon sehr brauchbar aus. So, dann machen wir jetzt unseren Spießbraten zum Spießbraten. Hier ist mein Drehspieß von Moesta und den jagen wir jetzt hier durch unseren Spießbraten durch. Setzen hier vorne auch noch die Klammer drauf. Und dann haben wir hier bei dem Drehspieß ja noch diese Durchführung für das Thermometer. Das heißt, ich stecke das jetzt hier ins Fleisch rein. Achte darauf, dass ich ein bisschen von dem Spieß wegbleibe, weil der Spieß, der wird ja heiß werden, transportiert also die Hitze ins Fleisch und nicht, dass wir uns da irgendwie fehlleiten lassen. Das Tolle ist aber halt, dadurch, dass wir hier diese Durchführung haben, kann hier hinten der Sender von meinem Maverick, der wird hier mit so einem Magnet befestigt, dreht sich also gleich mit und da ist er. Der Cordon Bleu Spießbraten und der kommt jetzt auf den Grill. So, die Kohlen in meinem Anzündkamin sind soweit durchgeglüht. Ich habe hier diese Kokosnuss-Cubes genommen, weil wir werden ja gute 2 Stunden eben brauchen und da halten die einfach länger als jetzt so normale Briketts. So, die Kohlen liegen jetzt also links und rechts. In die Mitte setze ich eine Tropfschale rein, denn ja, ich denke, da wird doch einiges an Fett runtertropfen. Und dann würde ich sagen, hängen wir mal unseren Cordon Bleu Spießbraten ein. So, dann hängen wir mal unseren Cordon Bleu Spießbraten ein. Achten, dass die Schrauben alle wirklich fest sind. Hier hinten haben wir unser Thermometer. Wir können den noch ein klein wenig mittiger rücken, sehe ich gerade. So. So passt das doch. Wie gesagt, darauf achten, dass die Schrauben fest sind. Und dann lassen wir ihn mal ein paar Proberunden drehen. Das sieht doch gut aus. So, wie ihr hinten sehen könnt, das Thermometer dreht sich wunderbar mit. Dann machen wir den Deckel drauf. Temperatur im Grill sollten jetzt so um die 200 Grad sein. Wenn es 210 sind, ist es auch kein Problem. Garzeit
zwischen 2 und 2,5 Stunden werden es werden. Wie viel es genau war, sage ich euch hinterher, aber so 200, 210 Grad und 2 Stunden, damit könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. So, 75 Grad Kerntemperatur sind erreicht. Ich hoffe, ihr könnt das hier auf dem Thermometer sehen. Und ja, so sieht der jetzt aus. Großartig. Hier an der Seite seht ihr, drückt sich jetzt schon langsam der Käse raus. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass der Braten auf jeden Fall mal durch ist. Und absolut fantastisch, würde ich sagen. Den nehme ich jetzt mal runter. Außen ist er jetzt sehr dunkel. Das ist nicht verbrannt, aber es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr dunkel. Und das ist eben genau das, warum ich der Grund, warum ich keine Rub eigentlich auf die Außenfläche von so einem Braten mache. Denn letzten Endes das, was da verbrannt ist, ist das Paprikapulver aus der Gewürzmischung bzw. auch der Zucker, der da drin ist. Es ist jetzt braun, aber man kann es durchaus noch essen, von daher alles gut. Aber das ist eben dann der Grund, warum ich dann darauf verzichte. So, dann halten wir den Drehspieß mal an und nehmen das gute Stück vom Grill runter. Ganz wichtig, heißer Spieß, Handschuhe anziehen. Ja, der schaut schon ziemlich gut aus. Ich freue mich drauf. So, da liegt dann unser Cordon Bleu Spießbraten. Inzwischen hat er nachgezogen auf 77 Grad. Das ist hervorragend. Und jetzt machen wir hier mal die Klammer los. Schaut euch den Käse an. Großartig. Dann ziehen wir hier den Temperaturfühler raus. Und dann geben wir den Braten hier auf das Brett. So, dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum. Wir schneiden das Ding jetzt einfach mal direkt in der Mitte an, um zu sehen, wie das mit dem Käse da innen drin aussieht. Ja, ich hole euch mal näher ran. Und dann klappen wir den Cordon Bleu Spieß. Ja. Absolut großartig. Schau dich das so an, wie der Käse da rausläuft. Das ist der Hammer. Genau so wollte ich das haben. Großartig. Und Leute, ein Duft vom Allerfeinsten. Ich muss euch einfach den Querschnitt von diesem Braten nochmal zeigen. Schaut euch das an. Mit dem Schinken innen drin, der Käse, wie er sich da rausdrückt. Leute, ich könnte weinen vor Freude. Absolut fantastisch. Davon schneide ich mir jetzt mal ein kleines Eckchen ab. Das muss ich probieren. So, da ist also ein Eckchen von meinem Cordon Bleu Spießbraten. Und saftig, lecker, käsig. Großartig. Der Gruyère, der da mit drin ist, Leute, ihr merkt ihn wirklich. Bacon Goodness Rub, die schmeckt man auch raus. Gut, sehr, sehr, sehr gut. Ja, also drin warten die Gäste. Ich gehe jetzt rein und schneide den Braten auf. Aber Leute, das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben noch nachholen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.